Was wollt ihr jetzt zu den Ladebildschirmen sagen? Genau. Die sind zu Er ist ein kurz, echter um den Nord. Aufwand Er zu, sollte des sich schon noch Rauschneidens überlegen. recht zu fertigen, Seid euch da sozusagen. nicht so sicher. Ich bin kein großer Strateg, so. Aber Fürst Ulf, So. ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Und was soll ich eurer 100 Meinung Gold. nach tun? Kann ich von hier aus eigentlich schnell reisen? Ich habe doch hier noch... Ach, da ist Ides Kopfgold dünn gedönst da. Dann reisen wir mal von dem Hof über die Festung Dunstadt nach Dämmerstern, würde ich sagen. Aber Wenn erstmal müssen wir natürlich nach ist, draußen. Ist er gegen uns. Wenn ich dafür ist, ist dagegen. Ja, der andere hat es natürlich ganz gut gerafft jetzt. Das hätte ich auch noch gerade zusammengekriegt, so eine Schlussfolgerung. Reisen wir von dem Hof in Richtung dieser Festung. Kommen uns eh wieder 30 verschiedene Dungeons in die Quere, also erwartet jetzt mal nicht zu schnelle Reisen hier. Gut, ich glaube, das erwartet niemand. Wir sind hier immer bei Skyrim. So, Markierung und ab. In die Richtung. Das ist nur Moos. Jetzt geht es natürlich durchs episch-nächtliche Skyrim. Übrigens geiler Himmel. Natürlich mit gezogener Waffe, ist ja klar. Wir sind hier über den Himmelsrand und überall schweren Drachen rum. Der... Was ist das da unten schon wieder? Ach, ein Riesenlager. Den komme ich jetzt aber nicht zu nahe. Ich habe hier doch irgendwo noch meine... Short, meine Dingliste, meine Legende. Weil da ist nämlich schon wieder so ein komisches Symbol. Ach so, das sind interessante Punkte. Da muss ich mal hinschauen, was das für ein sonstiger interessanter Punkt sein soll, da in dieser Richtung. Das wäre mal eine... Was ist das? Ist das markiert? Abbrechen. Was ist denn das? Hm. Muss ich mal hinschauen. Sag doch, wir werden wieder abgelenkt. Also nicht, dass das jetzt nicht klar war und so. Was möchte ich jetzt wissen? Kommt uns auf jeden Fall näher. Ich glaube, ich sehe davon auch schon was. Aber das ist doch nur eine Ruine, oder? Ja gut, das heißt nur. Ist irgendwie... Ach, da ist das Riesenlager. Okay. Ich habe so das undeutliche Gefühl, als ob uns hier gleich wieder irgendwer angreift. Das ist ein Schrein, oder? Venonsteine. Oh. Hallo Eisgeister. Hallo Feueratem. Ariana, wo bist du? Ich glaube, hier ist aber... Den habe ich gar nicht mehr drin. Verdammt. Hinter mir ist der Sack. Wo sind die Ariana schon wieder? Ach, da oben. Oh, ich glaube, das hat sich erledigt. Hier sind Stahlbarren. Oh, cool. Cooler Effekt. Eisgeistzähne. Die Viecher haben Zähne. Was zum Teufel? Okay, das mit dem interessanten Punkt hat sich dann erledigt. Dann geht's weiter. Da ist schon wieder eine Höhle. Was ist denn da schon wieder für ein roter Punkt? Hä? Ach, das ist eine Spinne. Wow, yeah. Cool. Ich mag die Gefährtin. Ariana, du bist mir sympathisch. Der greift doch bestimmt gleich wieder irgendwas an. Hoffentlich nichts Schuppiges und Gefiedertes. Schuppiges und Gefiedertes. Ein gefiederter Drache. Oh mein Gott. Das sieht ja total beschissen aus hier. Drache mit Federn. Oh mein Gott. Ich laufe gerade nur kurz da hoch, um die Höhle zu entdecken. Dass wir so viele Schnellreisepunkte wie möglich haben. Dämmerlichtspalte. Lass mich raten, da drin herrscht Dämmerlicht. Da ist eine verlassene Festung. Da ist ein Wachturm. Da ist noch eine verlassene Festung. Mann, was es hier alles gibt.
Es ist hier echt ein Entdeckungs-Overload bei Skyrim. Ich hoffe, wir kommen hier alle runter. Das sieht mir nämlich nach Klippe aus. Naja, doch nicht so steil die Klippe. Gut. Jedenfalls noch nicht. Ah, da ist ja ein Weg. Gut. Ach, hallo. Mr. Dragon. Aber du bist zu weit weg. Und da laufe ich jetzt auch bestimmt nicht extra hin. Wer ist denn das? Der Feind. Dunstadt. Da ist ein Haus drin. Aha. Interesting. Oh Gott, ich habe mich jetzt raufgebackt. Hallo Banditenstraße. Verbrenne! Ich liebe Feuer. Hat sich oh, hinter mir ist auch noch einer. Aber gegen Zauber kannst du mit deinem Schild... Ups, auch nichts ausrichten. Jetzt bin ich tatsächlich beim Klicken gerade um eins verrutscht und da kommt immer sowas raus, wie dass ich zum Beispiel auf Q drücke, statt auf W, um vorwärts zu gehen. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr um eine Taste verrutscht oder so. Ist auch total wichtig jetzt eigentlich. Der stolpernde Säbelzahntiger. What the hell? Ist das eine Taverne oder was? Auf jeden Fall keine, die sich recht ernst nimmt, glaube ich. Nee, was keine, die bevölkert ist. Oh. Ich habe mich zu früh gefreut. Hä? Sind die hin? Ach, im Keller. Ich finde den Schrei cool. Der ist so epic. Stirb, Gesetzlose. Okay, die Schenke werden wir dann wahrscheinlich mal plündern. Weil ist ja eh eine Banditenschenke. Wie ich das so sehe. Ich glaube, das war der Besitzer. Ich glaube, den stört es jetzt auch nicht mehr, wenn wir die Truhe hier aufmachen. Langsam habe ich da echt Übung drin. Wie man sieht. Braucht alles nur, ist alles eine Übungssache hier. Hier ist ein Haufen Kleidung. Gold. Sonst ist hier aber nichts mehr, oder? Oben vielleicht noch? Ne, nur ein Haufen Stiefel zum Trocknen. Und die hauen wir jetzt einfach mal ins Feuer rein. Brenne Stiefel. So. Hier ist noch Gold. Und dann verschwinden wir wieder, würde ich sagen. Weil sonst gibt es ja hier nichts. Ist ja nur eine alte Festung. Wo geht's jetzt hier? Hier geht's Einsamkeit, Weißlauf, Windhelm. Hier gibt's kein Schild für Dämmerstern. Ich bin verwirrt. Naja. Markierung entfernen und... Na, jetzt können wir der Questmarkierung folgen. Am besten ohne uns wieder von tausend Sachen ablenken zu lassen. Wir werden es eh niemals schaffen. Oh, ich habe die Funktion meiner Caps Lock Taste schon wieder umgekehrt. Fällt mir gerade so auf. Nee, naja, muss ich sie ja drin lassen. Not so tragisch, würde ich jetzt mal sagen. Toller Deutsch. Oh. Welche Markierung müssen wir jetzt eigentlich laufen? Ich markiere es mir lieber nochmal. Weil die blaue Markierung fällt ja dann doch etwas auf. Aber wir sind schon in die richtige Richtung gelaufen. Wenigstens was. Da ist auch schon wieder irgendeine Festung. Hinlaufen. So, jetzt ist mir die Puste ausgegangen. Verdammt. Das war nicht geplant. Und es ist ausnahmsweise mal Tag, wenn wir uns durch Himmelsrand bewegen. Das ist ja auch schon mal was. Düsterhammer. Die haben auch komische Namen für ihre Festen. Wieso sind die eigentlich ausnahmslos alle von Banditen besetzt? Ist das alles, was ihr könnt? Ja. Oh, jetzt hast du mir die Arbeit genommen. Ach, da ist noch einer.